Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend an euch da draußen. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Ach, guck mal, der Chat ploppt jetzt doch auf. Endlich. Ja, Ja, es bewegt sich guck, etwas. alles da. Genau, wir Sehr haben es schön. geschafft. Mehr auf Biegen und Brechen haben wir Ah. diesen Stream jetzt zum Laufen gekriegt. Es läuft und jetzt können wir endlich loslegen zur ersten Runde unserer Stammtischgespräche. Das ist eine neue Idee, die ich gerne ausprobieren möchte mit euch. Und ich freue mich sehr, dass Julikas und Brinben, oder wollte ich überhaupt so genannt werden? Habe ich euch gar nicht gefragt vorher. Ja, also es weiß ja keiner, wer ich bin. Ich wollte Okay. gerade sagen, sonst kennt uns doch niemand. Genau, dass ihr euch bereit erklärt habt, heute die erste Runde der Stammtischgespräche mit mir zu führen, finde ich ganz wundervoll und ich bin schon sehr gespannt auf eure Geschichten. Ihr wisst, es geht darum, dass ihr einfach mal so ein bisschen erzählen dürft, was eure schönsten, verrücktesten, interessantesten Momente waren, die ihr so im Pen and Paper hattet. Einfach mal so ein bisschen, sag ich mal, aus dem Nähkästchen plaudern und einfach eure Abenteuer ein bisschen zum Besten geben, sozusagen, die schönsten Erlebnisse. Und ja, ich würde sagen, Ladies first. Julikas, hast du denn einen Schwank für uns auf Lager, den du gern zum Besten geben möchtest aus deinen Pen and Paper Erfahrungen? Ja, also ich habe viele Erfahrungen. Die meisten sind tatsächlich, wenn sie so ein bisschen in einer Rolle passieren, und da gibt es von lustig bis zu bewegend eigentlich alles so. Aber meine erste Erfahrung, und auf die bin ich tatsächlich heute gekommen, als wir über ja, den Abend heute, den Stream drüber sprachen. Mit Brimben habe ich geschrieben. Das war unsere erste Online-Runde, die sich aus der Community durch das Gasthaus, also durch euch, ergeben hat. Unser erstes DSA-Spiel war das. Da hat Brimben den Meister gemacht. Und online kannten wir uns alle gar nicht. Wir haben uns, glaube ich, das erste Mal dann kurz vorm Spielen live gesehen. Vom Schreiben war das, glaube ich, nur so ganz kurz, wer spielt mit, ne? Man kannte sich nur vom Schreiben her. Und dann haben wir uns so im Spiel, ich weiß nicht, wie viele Sessions haben wir gespielt? Ich glaube, drei waren es gewesen. Drei, ne, waren es im Endeffekt. War ursprünglich auf eine Session ausgelegt, als One-Shot. Und also das war kein rollenspieltechnischer Moment, aber es war ein überhaupt Spielmoment, weil es war schon was ganz Besonderes, so das erste Mal online zu spielen, DSA. Das kannte ich bis dahin noch gar nicht. Und dann auch noch mit völligst Fremden, die man aber tatsächlich so mit der Zeit so richtig, richtig dolle kennengelernt hat, weil sie alle, ja, aus eurem Discord, aus dem Gasthaus zum rollenden Würfel kamen. Wie schön. Und das war schon, also doch ein ganz, ganz besonderer Moment. Und wenn du mal so ins Spiel hineinspringst, gibt es vielleicht irgendeine Anekdote, irgendwas? Keine Ahnung, eine Zwergenfrau, die in einer Bar pöbelt und am Ende kommt irgendwas ganz anderes bei rum oder sowas in der Art? In dem Spiel kann ich das gar nicht so sehr sagen, mal so sehr. Da gab es komische Rüben, die geblutet haben, und ganz verwirrte Charaktere, die absolut nicht wussten, wie sie weiterkommen sollen. Aber Brinmen hat es dann doch ganz gut zum glücklichen Ende gebracht. Und an diesem Tag oder Abend oder davor ist, glaube ich, tatsächlich in DSA das Portaltor erfunden worden. Oh, Das gibt es aha. auch nur hier. Das existiert im Gasthaus und es kann einen überall in DSA hinportieren. Aber so da, glaube ich, gab es gar nicht so jetzt die Das Einzige, was ich da in dem Momente, Moment die mir jetzt. toll fand, war halt dieser Kameraschwenk, als dann sich alle gewundert haben, was jetzt los ist. Und irgendwann sieht man da keine Karte von dieser Battle Map, sondern Lego-Figuren. Hat er da alles vorbereitet, dass da, also mit Lego-Platten und kleinen Figuren von einem eigentlich einem ganz anderen Spiel, und habe die Karte, die eigentlich dafür da war, nachgebastelt. Bloß als Lego. Und
weil keiner in Roll20 rein wollte irgendwie oder ein anderes Programm. Und da habe ich dann halt die Kamera so rumgedreht, dass sie dann alle darauf gucken konnten. Und dann mussten sie sich halt demnach bewegen und mir sagen, wo ich die Figuren hinstellen sollte. Geht auch durch die ganzen Doppen und so, konntest du halt sagen, das ist mal ein Feld. Ach, schön. Ja, warum das nicht? Das stimmt. Ja, wenn es funktioniert. Ja. Sven, hast du denn irgendeinen Schwank aus einem DSA-Erlebnis vielleicht für uns? Aus dem DSA-Erlebnis. Ja. Ja, also für mich eines der intensivsten Erlebnisse, die ich je hatte, war wirklich gewesen, dass wir in unserer Gruppe, die Filiason-Saga, unterwegs waren und auf einem Schiff und da wollten wir die nächste Stadt anreisen und waren halt eine ganze Weile noch unterwegs gewesen. Und ein Charakter war dabei, der war recht mächtig, einfach deswegen, weil er gesegnet wurde mit der Fähigkeit, sich in einen Werwolf zu verwandeln. Und meine Frau und ich, wir haben nie Wesen gespielt und wir dachten, wir glauben ja an die großen Himmelswölfe. Und wir dachten damals, ah ja, das ist natürlich ein Segen der Götter, ne? Klar ist er mächtig und auch wie der große Himmelswolf wird er wahrscheinlich auch wüten und so weiter und so fort, ja, aber das muss man halt alles ehren, ne? Von den Wölfen gegeben. Ja. Und die anderen hatten halt alle übelst Schiss gehabt vor dem und haben dann gemeint, ey, der muss jetzt dafür sorgen, dass er diese Fähigkeit so schnell wie möglich los wird. Und da war halt wir waren halt auf diesem engen Raum und mussten halt uns halt als Spieler irgendwie darauf einigen, was wir jetzt mit dem machen. Weil eine Hälfte war dafür, dass er jetzt entweder die Gruppe verlässt oder sich davon heilt. Und eine andere Hälfte war dafür, auf keinen Fall ihn weglassen, aber er soll sich heilen. Und dann wieder ein anderer Teil war dafür, sowieso heilen. Das ist eine Gabe. Warum soll er das wegschmeißen? Und da ging es echt heiß her. Also da haben wir über 2,5 Stunden gespielt, diskutiert, ja. Da hat er versucht, so in seine Rolle und wie er das dann sehen würde, reinzutauchen. Und das war so intensiv gewesen. Ich habe da richtig Herzklopfen gehabt. Da war man so drin dann auch gewesen, letzten Endes. Ja, das war schon krass. Und Letzten Endes wurde er dann von einem der Spieler getötet. nein, ach. Ja. Aber erst nachdem er versucht hat, für uns noch zu kämpfen, Ja. das hat er dann allerdings ein bisschen übertrieben. Ach, schön. Ich erinnere mich viel an so Szenen aus meiner Pen-and-Paper-Zeit mit Würfelpech. Und ich glaube, das sind oft dann so Szenen, die zu wundervoller Situationskomik führen. Um mal so ein Beispiel anzubringen. Was mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, einer meiner ersten Dungeons and Dragons Runden, da versuchten die Helden, also ich war Meister und die Helden versuchten in ein Haus einzudringen, das wohl von Goblins belagert wird und es scheint irgendwas im Keller zu sein, das wussten die schon. Und neben dem Haus gab es einen Brunnen. Und die kamen natürlich irgendwann auf die Idee, der Brunnen könnte natürlich ein geheimer Eingang sein, so ungefähr. Und dann gab es, wie so oft bei dem Brunnen, oben diese Kurbel mit einem Seil dran und einem Eimer drin. Und ja, dann haben sie natürlich versucht, dieses Seil vom Eimer zu lösen und an eine Person festzubinden. Und ihr kennt das wahrscheinlich, der Klassiker, wenn der Wurf auf Knotenkunde bzw. halt Fesseln, Fingerfertigkeit misslingt. Aber witzigerweise konnte der Held das dem anderen absolut überzeugend darstellen, dass der Knoten halten wird. Und ja, dann also, okay, alle Spieler wussten, es wird nicht funktionieren, weil der Knoten einfach nicht gut ist. Aber die Helden waren natürlich überzeugt worden, dass der Held. Also sprang er in den Brunnen. Und das tat richtig weh. Das war dann so ein Moment, wo du denkst so, oh Mann, oh Gott, okay, wo bin ich hier? Aber es war sehr witzig. Der gute alte Fallschaden. Ja. Jeden Fall. Ja. Aber das sind die Momente, die ich halt auch, also gerade wenn man etwas würfelt und dann entweder patzt oder super gut würfelt. Das sind so Momente, die ich für meinen Charakter oftmals dann in Erinnerung behalte, wo entweder, wie gesagt, etwas schief geht und man plötzlich total improvisieren muss. Oder man super gut würfelt und sich denkt, wow, okay, gelöst.
Das behalte ich im Kopf. Aber die bewegendsten Momente tatsächlich so, wir haben jetzt ja jetzt öfters so Online-Runden gespielt. Am Tisch ist das so ein bisschen zurzeit bei uns nicht vorhanden, aber über die Online-Runden, das sind so die bewegendsten Momente. Da gibt es einige, ob nun lustige Momente oder wie gesagt, auch tatsächlich mal ein ganz ernster Moment, wo ich glaube, die ganze Gruppe 2-3 Minuten schwieg, weil alle, glaube ich, so bewegt waren von der Situation und keiner wusste so, wie geht's jetzt weiter. Und jeder, glaube ich, für sich überlegen musste, was passiert mit meinem Charakter jetzt in dem Moment. Es hatte tatsächlich nichts mit dem Würfel zu tun. Das war eine sehr skurrile Situation fast schon, muss ich sagen. Da waren mein Charakter und noch ein anderer Charakter, zwei weibliche Charaktere, die sind im Kampf leider ein wenig, naja, besiegt worden, wurden daraufhin gefesselt und es kamen zwei junge Ritter und ein Praios-Geweihter und haben sie gerettet. Die Entführer oder die Banditen sind dabei halt unglücklich umgekommen. Ja, passiert. Was macht man? Natürlich freue ich mich als Charakter. Die sind tot, die wollten uns wehtun. Der Praios-Geweihte haderte aber mit sich. Und der eine Ritter haderte noch mehr mit sich, denn er hat in Wut gehandelt und dadurch einen umgebracht. Also zwei Banditen sind wirklich umgekommen. Und der Praios-Geweihte, Philippe, Gruß an dieser Stelle, falls er da ist, hielt eine sehr, sehr bewegende Rede, muss ich sagen. Die tatsächlich, wo er mit sich gehadert hatte, denn er hatte die Banditen schon mal sozusagen, wollte sie der Gerichtsbarkeit ausliefern, hat sie aber laufen lassen. Okay. Und dadurch, dass er sich, sie hat laufen lassen und denen noch eine Chance gegeben hat, weil die versprochen haben, sich zu bessern, hat sich halt die Situation ergeben, dass eben unsere Charaktere, die denen nochmal zugesetzt haben. Und er haderte sehr mit sich und seiner Entscheidung. Und das war sehr, sehr bewegend. Und alle saßen tatsächlich wirklich still da, fast schon. Also ich saß da und dachte mir, oh Gott, ja, Tränen, nicht Tränen, ich weiß es nicht. Es war echt, puh, wie reagiert mein Charakter? Das war ein sehr, sehr für mich und ich glaube alle Spieler in dem Moment ein sehr bewegender Moment, weil tatsächlich so Rollenspiel, ja, so in Character sehr stark ausgespielt worden ist. Ah, wie schön. Ja, ist toll. Das ist ein sehr wertvoller Moment, ne? Und das auch noch ohne Würfel sozusagen. Ja, das. Also da, genau. Das war halt aber also schon eine ernste Situation. Ne? Aber das ist ja auch okay. Es muss ja nicht immer nur gelacht werden. Ich finde das ja toll, wenn ein Spiel, ich meine, das passiert ja alles nur im Kopf, ne? Und trotzdem ist man so emotional dabei, das ist schon echt was Besonderes. Ne? Da, so in die Richtung gehe ich auch noch eine Geschichte von mir, da hatten wir einen Kampf gegen einen Chorgeweihten. Das war ziemlich heftig gewesen, weil der hat am Anfang überhaupt nichts gemacht. Der hat immer bloß hochgezählt. Der hat immer angegriffen, keinen Schaden gemacht und hat hochgezählt. Und am Anfang dachte ich so, wieder mal so ein langweiliger Ich-Würfel-Du-Würfel-Kampf. Aber dann als er dann so bei 3-4 angekommen ist, wurde man schon irgendwie nervös. Ja, was passiert denn jetzt? Vor allem, wann passiert was? Ja. Und da war ich wieder mit den Nivesen unterwegs gewesen. Ich habe den Mann gespielt, meine Frau die Frau. Und wir hatten in-game kurz vor geheiratet gehabt. Und da hat er dann halt hochgezählt bis 9. Und bei 9 hat er dann meiner Frau dann in dem Fall die Füße weggezogen und sie damit 90 Schaden erwischt. Was? Ja. Und ich habe dann gemeint, mein Charakter, also der greift ihn jetzt voller Verzweiflung an. Und ich habe mit 20 gewürfelt. So. Und da hat der Spielleiter mir echt zugelassen, zu sagen, okay, du beschreibst jetzt mal die Szene. Da habe ich dann gesagt, na, mein Charakter, der lässt jetzt die Waffe fallen, bricht jetzt vor Trauer zusammen und kriecht jetzt auf seine Frau zu, ja. Und das war für mich halt ein extrem starker Moment gewesen, weil halt sie war dann tot. Und das war echt krass gewesen für mich so. Und
dann vor allem, was danach passierte, es gab dann so einen Schnitt und sie ist dann in die Geisterwelt übergegangen und wurde dann von den Geistern und den Wölfen wieder zurückgesandt, um eine Aufgabe zu erfüllen. Oho. Und somit konnte sie dann halt wieder auferstehen. Und hatte halt mit als Aufgabe, diesen Chorgeweihten wieder so ein bisschen zu, was waren das jetzt gewesen? Ich glaube, so zu seinen Gefühlen so ein bisschen zurückzubringen, dass er wieder ein bisschen mehr Ruhe zu sich selbst findet. Und hat ihn dann umarmt. Was natürlich wieder so ein richtig krasser Moment war, ja. Und das fand ich schon ziemlich, das hat mich mitgenommen, wo von vorne bis hinten alles. Das war heftig gewesen. Wow, ja, toll. Ja. Mein Spielleiter nennt das dann Dark Souls Aventurien. Oh, das sind dann die gemeinen Gefühle, die da hochkommen, ne? Genau. Aber es war eine Erinnerung, sagt man, ne? Also ich muss auch sagen, an so viele lustige Sachen kann ich mich gar nicht erinnern. Was? Brinben kennt doch nur lustige Sachen. Ja. Ah, mit Brinben, ja, okay. Ich habe noch war es mal eine Zeit lang Tradition, in den Fass gesteckt zu werden, aber das ist eine andere Geschichte. Oh, auch schön. Ich habe noch eine lustige Erinnerung. Auch wieder so ein typisches Würfelding. Die Helden versuchten sich an eine Hütte im Sumpf anzuschleichen, weil sie da Geräusche gehört hatten. Und letztlich schafften sie es aufgrund guter Würfelwürfe, sich direkt neben der Tür, so links und rechts neben der Tür zu positionieren. Und dann war jetzt die Frage, okay, und jetzt stürmen wir rein, so auf drei. 1, 2, 3, so, ne? Und der Krieger, der so richtig so eine Wuchtbrumme, so ein starker Typ, ne? Sollte jetzt mit Kraftakt die Tür eintreten. Und würfelt und haut voll daneben, patzt in dem Moment. Und ich sage, okay, du trittst dagegen, aber irgendwie vertrittst du dich oder triffst den Türrahmen oder so und es schmerzt total und du fängst an zu humpeln und schreist auf vor Schmerz. Das war natürlich total im Arsch. Und dann daneben stand dann, ich probiere mal die Klinke. Und ich sag, ja, die Tür geht auf. Der Klassiker. Ja, weil man hätte sie auch einfach probieren können. Ne? Ja. Gut. Auch schön, ja. Ja. Das sind die besten, ja. Aber es gibt auch viele lustige Spiele. Also, wir hatten mal ein sehr, sehr lustiges Spiel. Das war aber auch von vornherein, glaube ich, so angelegt. Das hieß Mehr als nur ein Traum. Mhm. Und das wurde nur für die Charaktere, hat das der Atta nämlich geschrieben. Ergab sich aus dem Vorabenteuer, weil unsere Charaktere in dem Abenteuer tatsächlich an so ein bisschen Rauschkraut gekommen sind. Aha. Und die Charaktere haben sich überlegt, so, neugierig? Klar rauche ich das jetzt. Und daraufhin meinte Atta, wollt ihr ein Abenteuer damit spielen? Klar. Und dann haben wir ein Folgeabenteuer gespielt, welches sich begab, dass die Helden sich in einem Zimmer des Gasthauses zusammensetzten und eine Pfeife rauchten. Mhm. Und was dann passierte, war völlig surreal. Also, was sich Atta überlegt hat, weiß ich nicht. Es ergaben sich aber völlig andere Dinge von, dem typischen Muffinhunger. In Aventurien, Muffins, gut, was machen wir dann? Wir sind in einem Gasthaus, wir versuchen Zutaten zu finden und versuchen die zu backen. Quest. Sind dann einem gierigen Ork von Stillwasser begegnet, der auf einem mit Messern besetzten Dudelsack spielte. Einem Pepe, der sich für den Kaiser der ganzen Feierlichkeit hielt und sind durch Tunnel auf Eis geschlittert. Schließlich haben wir eine Schmiede gefunden, wo wir dann tatsächlich Zutaten für Muffins hatten. Und als wir dann da rein wollten, kamen uns 16 oder so, ich weiß nicht, ob es 16 waren, aber ein Haufen an Zwergen entgegen. Und ein Zwerg hatte einen Bauch voller Muffins. Also er konnte das öffnen wie einen Schrank und dann konnte er die Muffins rausnehmen. Oh Mann. Dann wurde doch darüber verhandelt, ob man jetzt nur diese Muffins bekommt oder auch vielleicht das Rezept von den Zwergen, weil das waren die Muffinzwerge.
Aber im Endeffekt, was egal, Hauptsache Muffins essen. Und dann haben, glaube ich, alle diese Muffins sich voll gefuttert und konnten dann nur noch irgendwo hinrollen. Und also das passierte halt tatsächlich, also das war die Wahrnehmung von den Charakteren. Für die war das echt völlig selbstverständlich. Aber was so in echt tatsächlich passiert ist, waren ganz kuriose Dinge. Und im Endeffekt sind die Charaktere, glaube ich, irgendwo im südlichen Aventurien, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo genau, aufgewacht und wussten gar nicht mehr ein und aus. Also es war sehr, sehr schräg. Aber das Allerbeste waren tatsächlich die Muffins und der damit tatsächlich in echt einhergehende Hunger. Wir spielten halt recht abends, es wurde 11, es wurde, glaube ich, 11:30, es wurde 12 und alle saßen so, Gott, hat jemand von euch Muffins? Ich brauche in echt Muffins. Und wir hatten einfach nur noch Muffin-Hunger an dem Spielabend. Also, aber es war sehr lustig. Herrlich. Ja. Das waren aber auch alles tatsächlich Leute von euch, also aus dem Gasthaus, aus der Community. Da war Tenny dabei und Atta hatte das Abenteuer geschrieben und es war sehr lustig, ja. Die Idee ist genial. Einen Rausch zu spielen als Pen and Paper, das ist super. Cool. Oh Gott, jetzt haben wir Heiko auf die Idee gebracht. Der Meister war sehr frei in dem, was sich den Charakteren bot. Also ja, ja. Türen, die sich plötzlich schlossen und die dann nicht mehr vorhanden waren. So konnte man uns durch den Labyrinth leiten, wie man wollte. Also. Boah, nee, wisst ihr was? Das ist geil. Stellt euch vor, die Helden in eurem Abenteuer, die haben irgendeine Quest und sie finden die Lösung einfach nicht. Und du denkst dir als Meister oder Meisterin, denkst du so, ah, fuck, was mache ich jetzt? Und dann gibst du den Rauschkräuter, ja, und du spielst einfach irgendeinen Drogenrausch und am Ende haben sie das Rätsel gelöst. Und sie wissen nicht, wie sie es gemacht haben, weil sie waren im Rausch, aber sie haben es gelöst. Und zwar über, wie gesagt, völligst irre Bilder. Fände ich super. Also. Ah. Geil, merke ich mir so als Problemlösung. Wenn irgendwie nichts klappt oder so, dann kommt das Rauschkraut. Geil. Braucht man nur einen Charakter, der Neugier hat. Sehr gut, das merke ich mir. Ach, schön. Nicht jeder Charakter würde, glaube ich, gleich Rauschkraut probieren. Zumal man da, glaube ich, wenn man ins Herbarium geguckt hat, ich weiß gar nicht, ob es drin steht, aber irgendwo hatten wir es gefunden, die Nebenwirkungen doch durchaus nicht so angenehm sein könnten für die Charaktere. Ja, das stimmt, ja. Ist tatsächlich im Herbarium Abhängigkeit beschrieben, ja. Sven, hast du denn eine Story? Vielleicht mit Kräutern? Mit Kräutern? Nein, Spaß. Mit Kräutern jetzt nicht direkt. Das Einzige, was ich noch hätte, wäre, ich bin ja eigentlich Erzieher vom Beruf und ich hatte in dem letzten Jahr mir vorgenommen, mit den Kindern Pen and Paper zu spielen. Einfach so, um die auch ein bisschen aus sich rauszulocken, ein Rollenspiel zu machen. Und da war das dann so gewesen, dass ich im Prinzip ein Jahr lang mit denen durchgespielt habe, weil ich immer bloß in den Ferien mit denen spielen konnte. Und das hat sich dann auf 6 Sessions quasi hinausgezogen. Ja. Und in der ersten Session, da ging es halt darum, dass wir kleine Tierwesen spielen. Und die konnten halt, ich habe diese Welt komplett erfunden und alles zurechtgelegt. Hab dann rausgefunden, dass D&D quasi fast dieselbe Welt nochmal gemacht hat, aber egal. Nennt sich Humble World. dem einen Spieler, da habe ich am Anfang recht spontan, bloß so aus dem Gefühl heraus gesagt, der hat einen Ritter gespielt. Und dann habe ich gesagt, ja, du hast da in der Hauptstadt deine Ausbildung gemacht. So. Gleich am Anfang irgendwo in der Runde. So. Und das habe ich dann innerhalb der nächsten 4-5 Runden einfach vergessen. Das war für mich nicht mehr wichtig gewesen. Ich wollte bloß, ja, du kennst dich da aus. So. Und dann sind wir wirklich genau in diesen Teil der Stadt gekommen. Und da gab es ein paar Katzen, die sind dort aber Geweihte gewesen. Und die haben einen der Charaktere entführt, weil der eine Maus war. Und die Leute haben die halt gesucht und haben dann versucht, die Katzen zu fragen. Und einer, der war schon die ganze Zeit so ein bisschen heiß drauf, endlich sich zu prügeln mit irgendjemandem. Und da hat er sich dann halt Katzen angelegt und wollte die dann von hinten angreifen.
Und da hat der Ritterspieler gesagt, Moment mal, kurz mal Break. Ich habe doch hier meine Ausbildung gehabt, ne? Ja, kann sein. War das nicht da? Nee, das war hier gewesen, hast du gesagt am Anfang. Okay, ja, du hast... Dann kenne ich doch die ganzen Geweihten hier, oder? Ja, vermutlich schon. Ich hatte ja hier die Ausbildung. Ja, dann hat es sie ja. Also muss ich die eigentlich beschützen, oder? Ah, okay. So, ich gehe jetzt an dem hinten ran und hau ihm den Knopf von meinem Schwert hinten an den Nacken, damit er nicht mehr angreifen kann. Der andere Spieler hat richtig blöd geguckt in dem Augenblick. So richtig blöd. Ja, ja, das glaube ich. Das fand ich gut. Einfach mal die Seite gewechselt. Ja. Genau, richtig. Da hat er den dann K.O. geschlagen, hat ihn dann runter in den Kerker gebracht und da haben sie dann den anderen Spieler gefunden. Ach, geil. So geht's auch, ne? Absolut, ja. Und als Meister denkst du dir nur, scheiße, warum habe ich das nur gesagt? Ja, genau. Ja, man muss halt mit seinen Entscheidungen leben, die man so getroffen hat. Das stimmt, das stimmt. Oder mit kleinen Bemerkungen. Ach, toll, ja. Ja, das ist ja, ja das Schöne, ne? Gerade das Improvisieren, also ich habe das ja auch gemerkt, gerade bei Nostria erhebt sich, man kann sich Pläne machen, wie man will, aber es kommt doch immer anders, als man denkt. Aber das ist auch schön, ne? Das sind natürlich dann so die Momente, die im Gedächtnis bleiben, weil es einfach dann, wenn es gut läuft, ja, sehr verrückt wird. Vor allem, die Spieler hatten ja mehrere Möglichkeiten, sich aus dieser Situation zu befreien. Einerseits konnte die Maus ausbrechen, die hat es aber immer nicht geschafft. Die anderen konnten halt den geheimen Weg finden, aber die haben die Würfe dafür versaut. Und dann konnten sie auch einfach höflich mit den Leuten reden, dann wären sie auch drauf gekommen. Aber die haben also der andere sofort vorgeprescht hat gesagt, ey Leute, lass sie frei. Ja. Ja. Und dabei haben die dann gesagt, ja, wissen gar nicht, wovon du redest, ja. Und ist halt alles in die Hose gegangen und dann ist es halt durch diesen Weg, den ich überhaupt nicht geplant hatte, hat es trotzdem irgendwie funktioniert, ja. Und das war schon ziemlich cool gewesen, muss ich sagen. Höflich fragen ist auch irgendwie selten mal eine Lösung, oder? Tatsächlich, die Runde davor mussten die Leute die ganze Zeit höflich reden, weil sie bei Eisbären waren. Ah. Also. Und da haben sie auch die Konsequenzen ihres Handelns sofort gespürt. Also der eine, der halt die ganze Zeit so vorpreschen wollte, der war da ziemlich schnell im Einzelhaft gewesen. Bis er dann geschworen hat, dass er denen helfen möchte auf einmal, ja. Und dann durfte er dann doch los. Am Abenteuer dann teilnehmen. Ach, ich habe mal zum Meistern einen Satz gelesen und der ist mir bis heute im Kopf geblieben. Man kann als Meister sich alle möglichen Lösungen und Situationen überlegen. Es wird immer mindestens einen Weg geben, den man nicht bedacht hat, den nur die Spieler finden können. Und ja, so ist es ja oft, ne? Ja, ja. Aber es ist ja man auch findet spannend. 99 Lösungen und die Spieler haben die 100. Genau, ja. Ja, absolut. Julikas, hast du denn noch irgendeine Erfahrung, die du mit uns teilen möchtest heute hier am Stammtisch? Ja, als Tipp, man mache sich keine Zwerge und der Meister schickt die ans Meer zum Abenteuer. Oh! Schwierige Kombination. Wir waren zwei Zwerge und drei andere und wir wussten nicht, wo es hingeht, aber irgendwo im Lande. Das war schon an der Küste. Gut, nicht weiter schlimm. Aber das eigentliche Abenteuer und Rätsel. Und beide Zwerge hatten übrigens absolute Angst vorm Meer. Und zwar, ich glaube, zwei oder so als Nachteil. Oh, okay. Ja, und dann sagte der Meister, ja, da und da müsst ihr hingehen. Wir gehen da hin und das ist an der Küste. Und dann mussten wir aufs Schiff. Und richtig schön wurde es, als dieses Schiff plötzlich aufs Meer schwamm. Und wir haben das noch irgendwie, weil wir ja unter Deck waren und das Meer und das Wasser nicht sahen, war es noch okay. Wir haben das noch irgendwie mit Angst und Nachteilen gelöst bekommen. Aber dann mussten alle, um sich zu retten und ihre Charaktere zu retten, in ein Boot steigen. Oh. Was passiert mit zwei Zwergen, die totale Angst haben vor dem Meer? Oh je. Also ich glaube, die wurden nur gerettet, weil der Torwaller die mehr oder weniger so ins Boot gesetzt hat und die da nur noch so saßen, total zitternd und nur noch schrien, wir werden sterben, wir werden sterben.
und der Torwaller das Boot ans Ufer geschoben hat. Also ein ganzes Abenteuer mit, ich glaube, minus zwei auf alle Würfe zu spielen, ist echt, man denkt sich, Scheiß Nachteil. Falscher Charakter. Falsches Abenteuer. Wieso bin ich hier? Ja. Ich glaube, das hat sich Oscar die ganze Staffel 1 über gefragt. Ja. Ja, irgendwie musstest du die aus der Reserve locken. Ja. Nein, Übermächtchen. Ja. Ja, ich schön. Kann auch eine Empfehlung aussprechen. Ja. Sprecht auch mal mit Leuten, die vielleicht nicht unbedingt im Pen-and-Paper-Universum unterwegs sind. Meine Kollegin zum Beispiel von mir hat mal eine Situation für mich gelöst, weil ich einfach nicht drauf gekommen bin, wie mache ich das jetzt? Wie gestalte ich das jetzt am dümmsten? Und dann hat sie mir dann halt einen Tipp gegeben, weil sie auch so, ich glaube, es war Supernatural oder so, hat sie geguckt. Und da kamen sie dann halt auf richtig coole Ideen, die ich dann damit eingebaut habe. Grüße gehen raus an Claudia. Mhm. Und das hat mir echt geholfen, weil ich hatte an dem Moment echt eine Schreibblockade gehabt und am Wochenende war das Spiel gewesen. Es war schon cool gewesen, dass sie dann mir da geholfen hat. Genau. Also auch mal andere Fragen. Absolut. Weiß ich, keine Ahnung. Ja. Ich versuche gerade noch zu überlegen aus meiner Dungeons & Dragons Zeit, es waren halt viele so kleine, coole Episoden. Wenn ihr aufmerksam unsere Videos verfolgt habt, dann kennt ihr das ja mit diesem Goblin, der die ganze Gruppe ständig ins Chaos gestürzt hat. Da gibt es viele kleine Momente. Ich mir überlege, dass er mal versucht hat, mich zu bestehlen und ich dann auf ihn in die Hand abhacken wollte oder so. Leider wollte das der Spielleiter nicht. Was ich tatsächlich sehr cool finde, was ja in D&D einfach noch krasser ist als in DSA, dass du so magische Effekte hast, die sehr abgefahren sind. Wir hatten dann so eine Art Portal in eine andere Dimension und wir haben, irgendwann kamen wir auf einen riesigen Schatz und der Meister hatte aber eigentlich als Idee, als Gedanke, dass wenn sich die Spieler mit dem Schatz vollstopfen, dann sind die langsam und kommen nicht mehr voran und dann haben sie Nachteile und werden im nächsten Kampf halt Probleme haben. Ja, womit er nicht gerechnet hat, ist, dass der Goblin, natürlich weil er so gierig war, auf die Idee kam, das Portal zu öffnen in diese Taschendimension. Es war so eine kleine Mini-Welt ohne Ausgang sozusagen. Und einfach das ganze Gold, den ganzen Schatz in diese Dimension zu werfen und dann die Dimension zu schließen und in die Tasche zu stecken. Und dann hatten wir den gesamten Schatz, alles und ohne irgendwelche Nachteile und sind dann easy peasy weiter marschiert. Und ich so, ja Mann, cool. Sehr coole Aktion. Ach ja, das ist witzig. Aber das sind dann so Charaktere, die irgendwelche Sachen plötzlich können, wo man so gar nicht mit rechnet. Ja, also Goblins sind sowieso coole Sachen, muss ich sagen. Wir hatten mal eine Passmanone, ist mir jetzt gerade eingefallen wieder. Da hat jemand auch einen Goblin gespielt und der konnte uns zwar so leidlich verstehen, aber er konnte unsere Sprache nicht sprechen. Mhm. Und da war die erste Situation gewesen, dass er mit zwei Orks auf der Jagd war. So ist er ins Spiel reingekommen halt. Zwei Orks auf der Jagd war und die haben auch gut Beute gemacht und dann sind die Orks weggegangen. Und der hat die halt nicht verstanden. Und da hat er sich gedacht, wenn die weg sind, dann grill ich halt alles, was wir jetzt gejagt haben und futter das auf. Hat er das ganze Zeug aufgefuttert, die Orks sind zurückgekommen, sind stinksauer gewesen, weil sie ihre Jagdbeute nicht mehr da hatten und haben den dann gejagt, diesen Goblin. Der ist dann zu einem der Spieler, die dann waren, der hatte gerade erst seine Geburtstagsfeier. Und da haben sie den durchs Fenster geschmissen. Der ist auf dem Essen gelandet und hat dann sich da erstmal durchgefressen. Hat er den ganzen alles so aufgeputzt. Und dann kamen dann die Orks halt da rein, wollten dann den Goblin haben und die haben dann, das ging dann so hin und her und letzten Endes musste er denen halt dann das Geld ersetzen und ist dann halt mit einer Abenteuergruppe losgezogen. Obwohl er eigentlich überhaupt keine Ahnung hatte, was sie von ihm wollten. Das ist total cool gewesen. Richtig Spaß gemacht. Ach, schön, ja. Richtig durchgeknallter Charakter. Vor allem musste er auch erstmal spielen, so als Spieler, dass du die anderen nur so halbwegs verstehst, aber denen auch nichts sagen kannst, außer total schwer, ja. Vor allen Dingen, wenn du vielleicht auf die Lösung kommst von dem Rätsel, aber du kannst es ihnen nicht mitteilen. Und das war auch so gewesen.
Weil das war dann, wir sind dann später in der Höhle unterwegs gewesen und da war dann Höhlenmalerei da gewesen. Und also es war jetzt nicht irgendwie goblinisch, aber der Goblin konnte halt mit so einer Höhlenmalerei natürlich viel anfangen. Und hat dann auch gut gewürfelt gehabt und da habe ich ihm die Bedeutung so ein bisschen erklärt, aber der konnte ihnen halt nicht sagen, was sie machen sollten. Der hat dann, ja, ich zeig dann halt in die Richtung und die Richtung. Ja, das war schon cool gewesen. Sehr schön, ja. Gut. Ja, Ja. Julikas, hast du noch eine Story zum Besten geben? Ansonsten würde ich den Stammtisch für heute auflösen. Wir sehen uns ja dann morgen schon wieder im Stream bei dir. Genau, stimmt. Ja, Genau. wir tauschen dann einmal. Du kommst Genau, einmal zu uns. genau. Hoffentlich spielt er die Technik mit. Möchtest du kurz erzählen, wo man den Stream denn sehen kann? Ja, kann ich gerne machen. Das ist auf twitch.tv Schrägstrich Julikels. Und da haben wir mittwochs unseren Debattierclub und wir reden fachmännisch über die zurzeit erste Staffel vom Gasthaus zum rollenden Würfel. Und für morgen hat sich der Heiko bereit erklärt, ja, zu uns mal zu stoßen als Gast und ja, so ein bisschen mit uns zu reden und auf unsere Fragen einzugehen. Und genau, wir haben nämlich schon einige Debattierclubs gehabt. Und es haben sich tatsächlich immer wieder so Fragen ergeben, die wir dann notiert haben mit Heiko. Das kann nur Genau. Heiko beantworten als Meister. Und da haben wir gesagt, komm, wenn wir ihn mal an der Angel haben bei uns im Stream, dann müssen wir ihn das unbedingt fragen. Ich fühle mich dann wie so auf so einem heißen Wer Heiko Stuhl. gerne mal, genau, wer Heiko gerne mal schwitzen sehen möchte, so wie wir es heute erlebt haben, der muss morgen einschalten bei Ja. Julie Calls im Twitch-Kanal. Genau. Die Debattierclub-Videos gibt es tatsächlich auch bei YouTube, aber sehr spät zeitversetzt. Das heißt, wenn wir das, was wir morgen streamen, wird so vielleicht in einem Monat bei YouTube dann online gehen, weil ich das zeitlich einfach nicht schaffe. Ja, Genau, wunderbar. also wir Muss haben alles einmal. mittlerweile tatsächlich 10 Debattierclub-Folgen gehabt. Wir haben Nostra wirklich auf Herz und Nieren geprüft und es hat sehr viel Spaß gemacht. Also eure erste Staffel hat tatsächlich sehr, sehr viel Gesprächsstoff. Redematerial geliefert, oder Brinnmann? Ja, Gesprächsstoff, ne? auf Ja. jeden Fall. Sehr cool. Definitiv. Ich freue mich drauf. Und morgen bist du fällig. Okay. Genau. Mach ihm doch nicht Angst, sonst kommt er nicht. Ja, Genau. Gut. gut, dann für euch da draußen, die ihr im Chat seid, werte Stammgäste und alle anderen, die uns quasi nicht live zuschauen, falls ihr Unterstützer des Gasthauses seid, also falls ihr uns über Steady unterstützt, dann habt ihr die Möglichkeit, auch an diesem Stammtisch-Talk, an dieser Runde teilzunehmen. Wenn ihr Lust habt, bewerbt euch. Schickt mir ein kleines Video, in dem ich ein bisschen sehen kann, ob eure Technik funktioniert und ob ihr reden könnt und so. Also quasi einfach ein Video, damit ich sehe, dass es läuft. Darauf kann ich mich verlassen. Und erzählt eine Story aus eurem Pen-and-Paper-Leben, aus euren Pen-and-Paper-Erfahrungen. Und damit könnt ihr euch hier bewerben. Und dann gucken wir mal, ob wir dann einen nächsten Stammtisch zusammenkriegen mit neuen Teilnehmern und neuen Geschichten. Ich würde mich sehr darüber freuen, auf jeden Fall. Dann sage ich vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr in der ersten Runde mit teilgenommen habt. Entschuldigt die Probleme mit der Technik. Es hat leider ein bisschen gedauert. Wir haben gemerkt, es gibt ein paar Bugs mit Mac und OBS, aber ja, wir haben es trotzdem irgendwie hingekriegt jetzt. Alternative Lösung. Ja. Hauptsache, man konnte was hören, oder? Ich hoffe auch. Also vielen Dank euch beiden. Ja, gerne. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ja. Dann wünsche ich euch da draußen einen wunderschönen guten Abend. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn euch das gefallen hat, trotz der Technikprobleme. Und falls ihr Interesse habt, dann schickt eine Bewerbung. Alles dazu findet ihr garantiert demnächst in der Videobeschreibung. Also denn, schönen Abend euch. Tschüss. Und im Discord. Tschüss. Ja, Genau. stimmt, wir haben noch Auf ein dem Discord. Discord.